Dschungelcamp 2020, RTL, Sat.1 Cloud-Sendung und bringt Köln 50667 Star Janine Pink. RTL bekommt Konkurrenz für das Dschungelcamp, Sat.1 geht mit einer neuen TV-Show an den Start, die dem Dschungelcamp sehr ähnelt. Mit dabei, Reality-TV-Star Janine Pink. Das RTL-Dschungelcamp bekommt Konkurrenz von Sat.1. Der Münchner Privatsender strahlt ab Frühjahr eine neue Reality-TV-Show aus. Mit dabei ist auch Janine Pink, bekannt aus Köln 50667. Köln, das RTL-Dschungelcamp bekommt Konkurrenz. Mit Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Alle Kandidaten von Ibis, Sendetermine, Uhrzeit, Moderatoren, von extratipp.com, landete RTL im Jahr 2004 einen echten Erfolg. Seit nun über 13 Staffeln ist das Dschungelcamp Bestandteil im deutschen TV und nicht mehr wegzudenken, wie extratipp.com berichtet. Doch nun kommt Sat.1. Lesen Sie auch bei extratipp.com, Dschungelcamp 2020. Elena Miras erklärt Zuschauern schon vor Ibis statt den Krieg. Auch 2020 dürfen sich die Fans von Ibis freuen, nun steht auch der Starttermin vom RTL-Dschungelcamp fest, berichtet extratipp.com. Evelyn Bordecke konnte die letzte Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, gewinnen. Alle Gewinner, Dschungelkönige, von Ibis im Überblick. Konkurrent Sat.1 kopiert nun die Idee und lässt ab Frühjahr die Promis los. Lesen Sie auch bei extratipp.com, Dschungelcamp. Gage von Elena Miras enthüllt, sie verdient weniger als Dschungelcamp, Zuschauer sehen ekelhafte Situationen bei RTL. Das Erfolgsrezept des RTL-Dschungelcamps ist so einfach wie genial, 10 bis 12 Promis, die meist im TV schon bekannt sind, leben bis zu 2 Wochen lang im australischen Dschungel. Ähnlich wie bei Big Brother werden die Ibis-Teilnehmer ständig von Fernsehkameras beobachtet. Am Ende bekommt der Promi die Krone als Dschungelkönig oder Königin, der bei den Zuschauern die meisten Sympathien gewonnen hat und damit am längsten im Dschungelcamp bleiben darf. Lesen Sie ebenfalls zum Thema bei. Während dieser 2 Wochen müssen die Camp-Teilnehmer verschiedene Prüfungen absolvieren. In den Dschungelprüfungen muss der Kandidat meist Angsteinflößende oder sehr ekelhafte Situationen überwinden. Oft geht es dabei um das Essen von Tieren oder deren Innereien oder Genitalien. Lesen Sie auch bei extratipp.com, Dschungelcamp 2020, Dani Büchner nach Australien, jetzt spricht Haussender Vox ein Machtwort. Dschungelcamp, Konkurrenz für RTL, Sat.1 mit Promis unter Palmen. Doch nun bekommt das RTL-Dschungelcamp Konkurrenz von Sat.1. Der Münchner Privatsender zeigt ab Frühjahr 2020 die Reality-Show Promis unter Palmen. Ähnlich wie im Dschungelcamp müssen sich mehr oder weniger bekannte TV-Gesichter in verschiedenen Spielen messen und sich gegenseitig auf die Nerven gehen. Gedreht wird der ganze Spaß auf der thailändischen Insel Koh Samui. Lesen Sie auch bei extratipp.com zum Thema Dschungelcamp 2020. Daniel Hartwig verrät Ekeldetail, werde ins. Ausgerechnet Sat.1 Konkurrent RTL hat nun bereits erste Details verraten und bringt ein paar Namen ins Spiel. Die Nachrichtenseite des Kölner TV-Senders, rtl.de, berichtet, dass Köln 50667 Star Janine Pink, 32, zu den 10 Prominenten gehört. Aber auch die anderen Teilnehmer der Show versprechen wieder jede Menge Fremdschämen. Momente für die deutschen TV-Zuschauer, passend zum Thema. Ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer bei Promis unter Palmen dabei. 10 Promis, 24 Stunden Kameraüberwachung. Verschiedene Prüfungen, die neue Sat.1 Reality-Show. Promis unter Palmen erinnert stark an Formate wie das RTL-Dschungelcamp oder Big Brother. Kein Wunder, dass sich beim neuen Format einige Promis am Start sind, die auch schon bei anderen TV-Shows dieses Kalibers zu sehen waren. Lesen Sie mehr zum Thema bei. Neben Janine Pink nehmen die Dschungelkönigin von 2004, Desiree Renick, 63, und Ibis-Teilnehmer Bastian Jotta, 43, an Promis unter Palmen teil. Punkt auch Matthias Mangiapane, 36. War schon beim Dschungelcamp und ist ab Frühjahr dann auf Sat.1 zu sehen.
ebenso wie der Sänger Ines de Monte, 44, Bachelor-Kandidatin Eva Benetatu, 27, oder Tobias Wegener, 26, Love Island. Brisant wird vor allem das Wiedersehen zwischen Janine Pink und Tobi Wegener. Die beiden kamen bei der letzten Staffel von Promi Big Brother zusammen, trennten sich aber unschön nach der Show. Dschungelcamp-Sensation bei RTL, Dr. Bob bekommt eine eigene TV-Show, wie extratipp.com berichtet. Mit diesen Ibis-Stars fährt der RTL-Arzt quer durch Down Under. Auch der Sendetermin steht schon fest. Elena Miras ist 2020 im Dschungelcamp in Australien dabei, wie extratipp.com berichtet. Die ehemalige Love Island-Kandidatin ist vor allem wegen ihres Temperaments bekannt. Das sind ihre übelsten Ausreste. Von. Bald startet Promis unter Palmen auf Sat.1. Die neue Reality-Show verspricht 100.000 Euro Siegesprämie für die prominenten Teilnehmer und fordert Durchhaltevermögen sowie Unverfrorenheit von den Kandidaten. Unter anderem ist auch Reality-Diva Desiree Renick mit dabei. Noch bevor die Show startet, schickt sie ziemlich heiße Grüße vom Strand.